uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. Wir danken dir, dass du es mit uns warst. Wir sind in meiner ab Montag im Jeremia-Buch. Ich werde den Text diesmal aber ausnahmsweise, wir machen das sonst am Anfang, ausnahmsweise am Schluss lesen, um ihn mehr zu zentrieren. Das heißt, ihr werdet nachher merken, wow, ich höre anders. Ich habe mir die Frage gestellt, Jeremia oder überhaupt die Propheten ist überhaupt nicht meines Wissensstandes. Ich komme damit sehr schwer klar, die Propheten zu lesen und alles. Also habe ich mir überhaupt mal grundsätzlich die Frage gestellt, wozu eigentlich die Propheten und das Gesetz bezogen auf das Ziel Gottes mit uns. Also was möchte Gott uns damit? Mit diesem Bibellesen, mit den Propheten, mit dem Schauen nach dem Gesetz. Im Neuen Testament wird uns gesagt, dass die Propheten und die Gesetze zur Erziehung zu Christus hin nötig sind. Bevor der Bund Gottes durch Jesus Christus eingesetzt, lebte der Mensch nach dem Tun-Wohlergehen-Prinzip. Gott sagt, tu es und es wird dir wohlergehen, so wie ich es angekündigt habe. Der Bund für das neue Leben ist nicht so. Er heißt, Jesus Christus tat es, tut es und wird es tun für dich. Er ist dein neues Leben, das er für dich an dir sein will. Er ist die Gerechtigkeit, die Heiligung. Der Mensch lernt, dass er nichts tun kann ohne ihn. Er ist ausgeliefert an ihn, von dem das Wollen und das Vollbringen kommt. Bis sein Leben Christus ist, bis dem Menschen sein Leben dann Christus ist und Sterben sein Gewinn. Jetzt lesen wir aber gerade Jeremia zum Beispiel und die Frage ist, wie gehen wir mit dem Text um? Wie gehen wir überhaupt mit der Bibel um? Da weiß man zum Beispiel, dass der Heilige Geist ist ja erst zum Pfingstfest, also vor weniger als 2000 Jahren ausgegossen worden. Und das ist überhaupt erst möglich durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Vorher, wir kommen wieder zu dem Alten Bund und zu den Texten, zu den Propheten, gab es keinen beständigen Heiligen Geist. Das heißt, diese Nähe und Beziehungsnähe, die Gott uns heute schenken möchte, mit dem Auferstandenen, gekreuzigten und Auferstandenen, war vorher gar nicht so vorhanden. Der Prophet zum Beispiel kennt keinen innewohnenden Geist, kennt nicht die Behausung Gottes in ihm selbst als Tempel, als Wohnung. Er kennt kein intimes Beziehungsverhältnis, wie es durch den Bund Gottes in Christus begnadet ist. Also diese Nähe, die durch Christus, diese intime Liebesbeziehung, wie sie durch Christus den Menschen geschenkt ist, war vorher nicht vorhanden, behaupte ich. Das heißt, der Mensch im Alten Bund hatte keine Rettungsgewissheit. Er lebte beständig in der Abhängigkeit zu seinem Gewissen, der Mensch im Alten Bund. Selbst der letzte Prophet, Johannes, der Vetter Jesu, erlebt unter Bedrängnis, dass er sich fragt und Jesus fragen lässt, ist das auch alles wahr, was ich jetzt verkündigt habe? Bist du der Messias? Und wenn ein Mensch, so wie Johannes, leibhaftig den Jesus bei sich hatte und dann solche Fragen stellt, ist das ja schon beachtenswert. Aber Jesus leibhaftig kennen ist weniger als von Gott geboren zu sein und Jesus auf diese Art und Weise als Herrn zu haben. Das sind die Sachen, die mich beschäftigt haben. Also, das Gesetz und die Propheten gegenüber dem Bund durch Christus unterscheidet dies. Der erste Bund konnte nicht durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Also dieses Gewaltige, was Christus am Kreuz, was Gott uns mit Christus geschenkt hat, ist gar nicht auszuloten. Und also der Prophet kennt keinen innewohnenden Geist. Der Geist des Herrn ist auf mir, konnte der Prophet, wenn er überhaupt so reden würde, sagen. Das ist das, was ich bisher rausgekriegt habe. Vielleicht könnt ihr ja mal selber in eurer Bibel lesen und in eurem Bibel lesen, weiterforschen. Es soll ja nur angedacht werden. Wir sind ja nur bei der Andacht.
alles, was die Propheten eigentlich verkündigten, einmal ein tägliches Wort, macht hier den Unrat weg, macht, reinigt euch vorm Essen, wascht ihr die Hände etc. Das Volk Gottes soll dahin ziehen und dahin ziehen, das ist die eine Seite, aber gleichzeitig der Prophet ist immer Hinweis auf den Messias. Oft versteckt, und wir wissen in vielen Büchern, Jesaja ist das ist das große Vorzeigebuch, deutlich der Blick auf den Messias, der Hinweis darauf, alle Menschen brauchen seit Anbeginn der Welt, ihnen wird gesagt oder durch diese Menschen wird gesagt, ich habe die ganze Welt geschaffen auf Beziehung hin. Und diese Liebesbeziehung ist die Liebesbeziehung zwischen Mensch und Gott, ist die Liebesbeziehung zwischen Mensch und Mensch und ist die Liebesbeziehung zwischen Mensch und dir selbst. Der ganze Grund der Schöpfung, vermute ich, liegt doch drin. Und diese Beziehung ist natürlich nur durch Gott möglich, durch diesen Christus überhaupt erfahrbar als neue Kreatur. Und jetzt berichtet Jeremia, das ist der Bestandteil in unserem Text jetzt bei Jeremia, wo Jeremia sagt, und schon wieder läuft es genau nicht so zwischen euch, dem Volk Gottes, und Jahwe, Gott. Und das ist sein Anliegen in dem kleinen Stück, was wir jetzt hier haben. Jeremia 3, in Verse 21 bis 4, Vers 4 meine ich. Israels Umkehr hat Luther überschrieben oder die Leute danach. Man hört ein klägliches Heulen und Weinen der Israeliten auf den Höhen, weil sie übel getan und den Herrn, ihren Gott, vergessen haben. Kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Sie antworten die Kinder. Siehe, wir kommen zu dir, denn du bist der Herr unser Gott. Wahrlich, es ist ja nichts als Betrug mit den Hügeln und mit dem Lärm auf den Bergen. Wahrlich, es hat Israel keine andere Hilfe als am Herrn unseren Gott. Es gibt Menschen, die müssen zum Beispiel so eine Blutreinigung haben. Die müssen dann an die Dialyse, glaube ich, heißt das Ganze. Und wenn die das nicht machen, dann haben die nicht mehr lange zu leben. Das heißt, es ist absolute Notwendigkeit. Und einer meiner Lieblingsverse ist natürlich Johannes 15, Vers sowieso, 5, 6, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich glaube, die Liebesbeziehung mit Gott, die er sich wünscht, wie sie immer schon der Grund der Menschheit war, nach meiner Ausführung, heißt, beständig an der Dialyse Gottes hängen, an dem Blut Christi dranhängen, durch das Blut Christi nur lebend zu sein und nicht dadurch, dass ich weiß, dass man durch das Blut Jesu lebt, sondern wirklich dran sein und diese Dialyse. Denn sonst ist der biologische Mensch für Gott tot. Ihn gibt's in dem Sinne nicht lebend. Herr Paulus erwähnt das irgendwo. Das heißt, das, was hier jetzt gerade steht, ist eine Verzweiflungsruf Gottes durch den Propheten und selbst die Menschen erkennen es sogar jetzt als Antwort. Aber wird es wirken? Wird es auch wirken zu dem einen hin, zu dem neuen hin, was mich beständig bei ihm lässt? Und wenn das stimmt, was ich am Anfang gesagt habe, dass Christus es tut, dann dürfen wir uns ruhig auch ein bisschen detaillierter von Gott ins Leben reden lassen. Auch durch die, die uns vielleicht falsche Dinge erzählen. Vielleicht erzähle ich ja hier viel Mist. Aber ich hoffe, eine Sache ist, dass ich das Herz Gottes irgendwie so einen Hauch deutlich machen durfte. Ja? Da geht es dann auch nicht über die Übereinstimmung davon, ob wir dieselbe Theologie haben, sondern es geht um die Übereinstimmung, haben wir denselben Herrn. Den, der uns von oben geboren sein lassen will. Die Leute sprechen, sieh, wir kommen zu dir,
Denn du bist der Herr, unser Gott, wahrlich. Es ist ja nichts als Betrug mit den Hügeln und mit dem Lärm auf den Bergen, wahrlich. Es hat Israel keine andere Hilfe als den Herrn, unseren Gott. Der schändliche Baal hat gefressen, was unsere Väter erworben hatten von unserer Jugend an, ihre Schafe und Rinder, Söhne und Töchter. So müssen wir uns betten in unserer Schande, und unsere Schmach soll uns bedecken. Denn wir haben gesündigt, wieder den Herrn, unseren Gott, wie wir und unsere Väter, von unserer Jugend an bis auf den heutigen Tag, und haben nicht gehorcht der Stimme des Herrn, unseres Gottes. Jetzt redet der Prophet wieder weiter. Willst du dich, Volk Gottes Israel, bekehren, spricht der Herr? So kehre dich zu mir. Und wenn du deine greulichen Götzen von meinem Angesicht wegtust, so brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Und wenn du ohne Heuchelei recht und heilig schwörst, so wahr der Herr lebt, dann werden die Heiden in ihm gesegnet werden. Also auch die Heiden. Das hat ein Riesenausmaß. Und sich seiner rühmen. Denn so spricht der Herr zu denen in Juda und zu Jerusalem: Pflüget ein neues und sät nicht unter die Dornen. Puh. Beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, auf das nicht um eurer Bosheit willen mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, so dass niemand löschen kann. Amen.